Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Leider heute nochmal ohne Facecam. Ja, der Grund ist derselbe wie gestern und ich wollte eigentlich gestern Abend aufnehmen, war dann aber zu müde. Dann habe ich gesagt, ach scheiß drauf, machst es heute früh. Ja, und jetzt ist es halb elf und ich bin aufgestanden und ja, muss ja irgendwann auf Arbeit und naja, muss Fallout und Fiesta machen. Grrr. Deswegen habe ich gedacht, aufgewacht, schnell an den Rechner gesetzt und schnell angefangen aufzunehmen, weil es ist jetzt, ja, wie gesagt, es ist halb elf. Hab sehr lange geschlafen, hätte ich nicht gedacht, aber muss halt auch mal sein. Muss halt auch mal sein. Deswegen mache ich jetzt halt so halb nackt, bin halt wirklich noch nackig vom Rechner, unrasiert etc. pp. Die wenigen Haare, die ich nicht habe, frisiert und ja, ihr wisst schon, wie das ist. Ist das hier immer so neblig gewesen oder ist es seit heute so neblig? Naja, jedenfalls, muss das heute mal wieder ohne Facecam sein. Es tut mir wirklich leid, aber es lässt sich nicht vermeiden. Keine Sorge, es wird nicht so sein, dass ich wie das letzte Mal immer ja, die Facecam wieder komplett ausschalte, weil wie gesagt, im Prinzip sind das jetzt nur Minuten, die ich spare, weil das Rendern geht ja jetzt nicht mehr langsamer oder schneller. Aber naja, wie gesagt, momentan zählt halt jede Minute und ist halt einiges, was ja, gemacht werden muss, gemacht werden soll. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe. Wie gesagt, von der Anbauwand habe ich ja erzählt, von der neuen Schrankwand, die wir eingestellt haben. Wovon ich nicht erzählt habe, ist, dass wir ja, oder beziehungsweise das habe ich auch erzählt, dass wir das komplette Wohnzimmer umräumen müssten. Und ich habe ja ziemlich cool geschnittenes Wohnzimmer, also für mich zumindest. Da ist es so, dass eigentlich das Bad direkt anschließt, Toilette und Bad und so weiter und so fort. Das schließt da direkt an, aber nicht einfach so, dass du da quasi rausgehst, sondern es geht auf eine dreistufige Treppe, quasi ein bisschen erhöht geht das nach oben. Und ja, dann geht es ins Bad rein, das heißt ein bisschen erhöht die Tür. Und naja, früher stand halt das Sofa dort, wo die Türe war. Und hat sozusagen noch eine gewisse Abgrenzung gemacht. Dadurch, dass das jetzt alles umgestellt worden ist, steht die Treppe mehr oder weniger frei. Man sieht sie besser. Und das durfte meine Freundin, beziehungsweise meine Frau kürzlich erfahren, man fällt besser runter. Ja, wenn da keine Führung mehr ist durch das Sofa, kommt man halt, wenn man im Dunkeln dann drauf läuft, manchmal ins Straucheln, manchmal steht da auch noch ein Wäscheständer davor, wenn es draußen regnet und sowas. Naja. Dann muss man da noch ein bisschen querlaufen und dieses Querlaufen hat halt dazu geführt, dass sie ausgerutscht ist, abgerutscht ist und jetzt hat sie einen dicken, fetten, blauen Fleck am Hintern. Das klingt auf den ersten Blick witziger als es ist, wobei doch witzig ist es schon. Ich nenne es immer die Rache der Anbauwand, weil einfach, naja, sie halt das Ding ohne mich gekauft, hat ohne mich gemessen und deswegen musste alles umgestellt werden. Also, die Rache der Anbauwand ist ziemlich groß, ziemlich dunkel, ziemlich blau. Ich habe aber trotzdem gesagt, wir sollten da eventuell mal zum Doc gehen, weil es ist ein verdächtig großer Fleck. Und ja, wie gesagt, ihr sollt halt aufpassen, wenn das Teil verhärtet oder ähnliches. Nicht, dass ich da eine Thrombose oder, ja, also eine, ja, wo, dass da Blut verhärtet und dass da dann am Ende weiter transportiert wird. Sowas kann ja am Ende noch zu Schlaganfällen führen, das will ich ja auch nicht. Ich will sie noch ein bisschen behalten. Und deswegen, wie gesagt, trotz allen Spaßes, ich denke nicht, dass es was Schlimmes ist, aber sie soll es halt untersuchen lassen. Das Problem ist, ich muss sie da halt dazu drängeln, genau wie damals mit dem Finger, wo ich ja gesagt habe, gleich am ersten Tag, als sie sich den Finger in meine Autotür eingeklemmt hat, was sie übrigens selbst geschafft hat, wisst ihr ja noch, sie soll doch bitte, ja, sie soll bitte zum Doc gehen. Nein, 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 das ist nichts, das ist nichts. Ja, paar Tage später ist es so schlimm geworden, dass er dann freiwillig zum Doc gegangen ist und der hat halt festgestellt, ja, ein Splitterbruch, wären sie in der Ehe gekommen. Vor allem mussten wir dazu ins Krankenhaus fahren. Das Krankenhaus, in das wir gefahren sind, das ist jetzt nicht, sagen wir mal, so viel wert in der Hinsicht. Und naja, also, ja, war ja am Wochenende, also sonntags. Und die haben sie halt, ja, nicht wirklich fachgerecht verbunden. Der hinterher hatte mehr Schmerzen gehabt als vorher. Deswegen sind wir dann nochmal so einem, ja, Unfallchirurgen. Zu dem ich eigentlich immer gehe, wenn er den auf hat, aber das ist halt kein Krankenhaus, sondern halt nur ein normales Ärztehaus. Sind da halt rein, haben das von dem nochmal untersuchen lassen, der hat gesagt, was haben denn die hier gemacht? Und hat den Verband abgenommen, den durch einen anderen ersetzt, verbessert. Die Schiene da, die Mega-Schiene, die sie da ran gemacht haben, hat er abgenommen und durch so eine Fingerschiene ersetzt. Und naja, danach ging es ja deutlich besser. Ich hoffe mal, dass es auf jeden Fall jetzt nicht so schlimm ist. Mein kleiner Tollpatsch da vorne. So, ich will ihn ja, wie gesagt, noch ein bisschen behalten. Aber ein bisschen Schadenfreude war dabei, muss ich zugeben. So. Muss halt manchmal auch sein.
Außerdem wurde schon gesagt, ja, hier, mach doch ein paar Rino-Runden offscreen, dass du ein bisschen schneller vorankommst. Ja, also der Vorschlag ist einerseits schon gut, weil, wie gesagt, es zieht sich ja hier, ist langweilig und so weiter und so fort. Aber andererseits ist es ja nun auch so, dass ihr ja seht, dass ich jetzt sowieso schon kaum Zeit zum Aufnehmen habe und dann zusätzlich noch offscreen was, ne, ist doof. Ist doof. Wochenende wird auch teilweise wieder ein bisschen verplant sein, weil da bauen wir unser Bett um. Mit Bett umbauen meine ich damit, dass wir halt ihr kleineres Bett, etwas schmäleres Bett reinstellen, mein großes Doppelbett rausnehmen und ihr, ich weiß gar nicht, wie hieß das hier, das so anderthalb Bett, wo dann auch zwei drauf schlafen können, mit einer dicken Matratze. Dass eben dieses Bett wird rausgenommen, wird ersetzt. Oder beziehungsweise mein Doppelbett wird ersetzt durch das schmälere Bett, wo aber trotzdem alle beide drauf passen. Mein letzten Endes ist es eh so. Wenn wir zwei im Bett liegen, habe ich dann meistens die linke Seite und sie hat auch die linke Seite. Also sprich, im Prinzip schlafen wir eh immer auf einer Seite. Sie blockiert mir nur immer die Seite. Und wenn da sie mehr in der Mitte liegt, und weil sie das möchte, weil sie Angst hat rauszufallen, und wenn es ist, dann blockiert sie halt oder rutscht dann noch mitten in die Kuhle rein, die da entsteht, weil da ja zwei Matratzen sind. Und da haben wir gesagt, ne, können wir das auch umbauen. Das hat den Nebeneffekt, den guten Vorteil, dass wir dann auch den Wandschrank in dem Fall, keine Schrankwand, sondern den Wandschrank, den sich meine Mutter gekauft hat, aber jetzt doch nicht mehr will, dass wir den da hinstellen können. Wieder ein Möbelstück mehr. So langsam stellt sich hier die Bude voll. Aber ja, hat vielleicht den Vorteil, dass ich vielleicht irgendetwas von hier hinten irgendwie um- und ausräumen und anräumen kann. Dass ich da hier hinten ein bisschen was in den Schrankwand, den ihr meistens hinter mir seht, jetzt gerade nicht, dass ich da was reinräumen kann, so dass ich hier hinten mal ein bisschen aufräumen kann, die Rumpelkammer. Andererseits ist es ja auch wieder so, durch die kleinere Schrankwand, nicht den Wandschrank, sondern die Schrankwand, habe ich ein bisschen Platz verloren. Deswegen steht hier hinten schon wieder allgemein ein bisschen mehr. Aber ja, gut, wir werden sehen. Wird schon klappen. Bestimmt. Ich bin da zuversichtlich. Sehr, 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 sehr zuversichtlich. Ich hoffe mal, dass ich hier irgendwann mal ein bisschen, Ordnung reinbekomme. Vielleicht, dass ich auch mal die Facecam, weil die ist ja immer sehr nah dran gestellt. Die ist sehr, sehr nah rangezoomt, weil hier schon immer von Anfang an um mich herum relativ viel, Müll rumstand, den ich euch nicht unbedingt antun wollte. Dann lieber halt das saubere Bild von der Facecam. Manchmal hat man sogar da im Hintergrund mal irgendwo was rumstehen sehen. Und wie gesagt, vielleicht kann ich da ein bisschen was machen, ein bisschen dekorieren etc. pp. Dass ich ein bisschen besser rauszoomen können, dass ihr mich nicht ganz so extrem nah seht. Weil manchmal ist es dann halt auch so, stellst du ein paar Sekunden, ein paar Meter falsch hin. Oder ein paar Zentimeter und schon rutscht du teilweise nach unten oben. Links oder rechts aus dem Bild und das muss ja nicht sein. Das gleicht sich natürlich mit dem höheren oder mit einer niedrigeren Zoomstufe deutlich mehr aus. So. Gut, Rino König, die, ich weiß nicht, ist das jetzt die vierte Runde oder die dritte, die wir jetzt schon laufen hier. Aber ja, ist ja auch egal. Wichtig ist, dass wir jetzt schön platt machen, dass ich danach ganz eiskalt Fallout starte, das dann auch nochmal aufnehme. Wie gesagt, wie gestern, ich hoffe, dass ich heute Abend zum Aufnehmen komme. Das Problem ist halt, kommst halt abends von der Arbeit, hast nicht mehr wirklich viel Lust. Ich denke, das versteht ihr. Mittelschicht war ich ja schon immer ein bisschen kritisch. Ich meine, da kann ich vormittags was machen, aber du schläfst halt auch aus. Ich meine, wenn man die Möglichkeit auszuschlafen hat, dann macht man das. Mittlerweile ist es momentan, oder in letzter Zeit war es oft so, dass ich halt auch zur Frühschicht ziemlich K.O. war, wenn ich von der Schicht kam. Und deswegen, wie gesagt, hatte ich da ein bisschen Zeit teilweise weggeknappert. Aber ich werde versuchen und ich werde es auch schaffen, da wieder hinterher zu kommen. Zumal, wie gesagt, jetzt die Projekte auch wieder ein bisschen aufgestockt werden. Zum einen erstmal, nicht Special-Projekt, sondern Bonus-Projekt wird demnächst Herr der Ringe anlaufen. Muss ich heute mal so nebenbei noch mit in die Hochlade-Playlist schaffen. Fiesta wird bleiben natürlich. Stream soll übernächstes Wochenende dann hoffentlich wieder sein. Natürlich ein zusätzliches Projekt, noch nicht das Special-Projekt, ein zusätzliches Projekt mit Dü.
Das, ja, noch nicht Special Projekt ist dann Command & Conquer 2 Alarmstufe, Command & Conquer Alarmstufe 2, quasi die erste Konsequenz des 2000er Specials. Auch wenn das noch nicht Special Projekt mit Dü auch schon wieder ein Strategiespiel ist. Aber da wollen wir erstmal gucken, wie das ankommt. Ja, ihr werdet sehen, ich weiß noch nicht, wann wir das veröffentlichen. Herr der Ringe ist ab morgen geplant, wenn ich es denn rechtzeitig schaffe. Aber ja, ich denke schon, wird schon werden. Bin zuversichtlich, ganz zuversichtlich. Und zumindest das ist schon gerendert. Dann muss ich noch ein paar Minecraft-Folgen rendern, die sind, ja, liegen jetzt auf der Platte. Weil sonst habe ich da am Donnerstag wieder Probleme, das soll ja auch nicht sein. Mal gucken, was ich so jetzt nebenbei, also nachdem ich hier den König umgeplaut habe, gehauen habe, oder nachdem ich dann Fallout aufgenommen habe, was ich da alles schaffe. Die letzte Fallout-Folge fand ich ja ziemlich cool. Und dann wieder hinterher doof, dass die, ja, da, ihr habt es ja sicher im Thumbnail gesehen, wenn ihr die Folge selbst nicht geschaut habt, da haben wir halt geschafft, das eine Segelschiff so weit zu reparieren, dass es mit seinen Tragflächen und seinen Düsen aus dem Gebäude, wo es reingeknallt ist, abheben kann. Und ja, ein Segelschiff, das abheben kann. Naja, ist losgeflogen und direkt ins nächste Gebäude reingeknallt. Ja, der Captain hat sich gefreut, weil das ja auf 100 Meter mehr zum Meer, näher zum Meer geschafft hat. Juhu. Aber ja, ich sag dazu nichts. Andererseits muss man ja auch sagen, ja, irgendwo muss das Ding ja hingestellt werden. Man muss ja auch irgendwie Spaß haben und man sollte ja wieder hinkommen. Insofern eine ganz witzige Sache. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es weitergeht, weil, wie gesagt, ein Erfolg oder sowas in so einer zerfallenen Welt, das wäre schon nicht schlecht. Wie gesagt, Fallout ist ja alles öde und zerfallen und wie gesagt, ein bisschen Erfolg, dass da irgendwo ein bisschen Aufbau und sowas vorangeht, das wäre cool gewesen, aber ja, nützt halt nichts, zählt ja nichts. So, meine Freundin ist gerade reingekommen, oder meine Frau, mit dem dicken blauen Fleck, warte, ich muss den mal kurz angucken, muss ich mal rumdrehen, jetzt steht sie hinter mir, nackig, trotz Facecam. Hat sie diesmal Glück, dass ich sie aus habe. Aber das liegt halt auch daran, weil ich hier nackig rumstehe. Nicht bitte nicht ablenken, Schatz. Naja, jedenfalls ist es halt so, der wird aber auch nicht besser, Schatz. Also ich würde dir wirklich mal zum Onkel Doktor gehen damit. Es schadet nicht. Ich weiß, du gehst nicht gerne zum Doc, Schatzel, aber es muss sein. Ja, die Rache der Anbauern ist ziemlich groß. Ja, da muss das leider sein, das lässt sich nicht ändern. Ja, und falls du dich fragst, die können ja eh nichts mit dem Begriff Rache der Anbauwand anfangen, das habe ich gerade hier alles erzählt. Ja, alles ausgebreitet, Schatz. Alles haarklein erzählt. Und auch meine kleine Schadenfreude, die ein bisschen dabei ist. Ich liebe dich trotzdem, meine Süße. So, gut, wir machen mal weiter. Zumindest so weit, wie wir noch kommen. Upp, ein paar Minuten haben wir ja noch. Ein oder zwei vielleicht. Ja, eine Runde auf jeden Fall noch. Also diese hier auf jeden Fall noch. Und die nächste, mal schauen. Ich würde gerne wieder da vorne aufhören. Einfach aus dem Grund, weil man da halbwegs sicher ist. Und das schadet ja nun wirklich nicht. So, hopp. Und Rino König. Halt, aufs Pferd. Pferd. So. Ach so, ich wundere mich schon. Blöde Kaimane. Aha. Oh, Titanenstab der Mondfinsternis. Nehme ich mit. Brauche ich zwar nicht. Aber NPC freut sich. Bestimmt. So. Das hat sich jetzt natürlich so weit verzögert, dass ich jetzt einfach sage, ach komm. Wie gesagt, jede Minute zählt. Ich will die Folgen nicht verlängern. Entsprechend machen wir das so, dass ich jetzt wirklich sage, okay, wir beenden, sobald wir da sind, die Folge nochmal, schaffe ich es nicht. Dann wäre ich vielleicht nochmal losgerannt. Aber, ja, vielleicht auch nicht. Es kann auch sein, dass ich da gesagt hätte, nö. Wer weiß es schon. Jedenfalls, diese Folge wird heißen, die Rache der Anbauwand oder die Rache der Schrankwand. Warum? Tja, wisst ihr ja jetzt. Okay. So, ich gehe nochmal zurück. Und dann ist Feierabend. So, einmal plupp. Tiara, schnell abgeben. Komm, das schaffen wir heute noch. Hopp. Beginnen, aber sicher. Den haben wir mal schnell um hier. Der stört mich gerade. Ich will ab.
Ja, die ist schlimm hier. Da willst du mal Tschüssi sagen und dann kommen hier die ganzen Viecher angerannt. Ja, das ist ja nicht mehr feierlich hier. So, bumm, der braucht fast weniger lange als der Rhinobus. Naja, jedenfalls freut es mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Beim nächsten Mal hoffentlich wieder mit Facecam. Ich gebe mir alle Mühe. Ich verspreche, dass ich es zumindest versuche. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.